Ganze lasse ich jetzt 1,5 Minuten durchhämmern. Damit die Nachbarn auch schön wach sein morgen. Eigentlich, es würde auch in 20 Sekunden klappen, aber ich mache es wirklich 1,5 oder 2 Minuten, wie gesagt, für die Nachbarn. Genau, ist mir wichtig. Die Nachbarschaftspflege. Die Nachbarschaftspflege, genau, genau. Denkt an eure Nachbarn, eure Lieben. Jonas, wie schmeckt dir dein Kaffee? Besser als gestern, aber auch nicht gut. Es ist schon mal eine Steigerung, weil genau. Ich trinke Mokka zum frühen Morgen. Jonas trinkt schwarze Instant-Brühe, die er meint, dass die besser als mein Mokka ist. Kann gar nicht sein. Ich meine, dass jeder normale Mensch eine gute Kaffeemaschine im Haushalt haben sollte. Ja, das stimmt. Aber Mokka ist auch okay. Den kann man noch ohne Kaffeemaschine machen. Aber egal, wir drehen heute mein Herzensvideo, den Gain Cake, Philips Gain Cake, und zwar Part 2. Ganz kurz, Jonas, wieso Part 2? Es gab doch noch gar kein Part 1 in YouTube. Weil wir in der Hektik ein Video gedreht haben. Gestern. Und dann gedacht haben, ah, lass doch gerade die Speicherkarte formatieren. Genau, also wir haben. Und ich habe die falsche genommen. Genau, wir haben das Video quasi gestern schon gedreht und dann einfach überschrieben. Ja. Kann passieren in der Hektik. Aber umso besser, haben wir jetzt hier schon mal alles vorbereitet, was wir brauchen. Ganz genau. Genau, das haben wir nämlich vorher nicht gemacht. Beziehungsweise ich habe es vorbereitet. Weil ich bin jetzt schon seit 1,5 Stunden wach. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Jonas ist seit 20 Minuten wach. Und steht hier in seinem Schlafi-Outfit vor mir und hält die Kamera. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das gestern schon in dem Video gesagt, ich sage das heute. Theoretisch können wir YouTube danach beenden, weil ich alles gefilmt habe, was ich gerne möchte. Mit diesem Game Cake. Aber nee, machen wir nicht. Wir machen noch ein bisschen weiter. Also hier steht so grob alles, was wir brauchen, um diesen Kuchen der Lust und Leidenschaft zu zaubern. Als allererstes, ich heiz schon mal den Ofen vor. Der braucht so 6-7 Minuten. So lange brauche ich auch ungefähr, um das Ganze anzurühren. Wir machen Umluft 150 Grad. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe das jetzt, ich backe diesen Kuchen schon seit mehreren Jahren. Und das ist die perfekte Temperatur. Wird nicht zu schnell braun. So backt er am besten durch. Wir stellen erst eine trockene Konsistenz her, so eine Art Mehl, und danach kommen alle flüssigen Sachen dazu. Was wirklich gut wäre, das ist eigentlich eine Voraussetzung für diesen Kuchen. Es ist ein guter Mixer mit mehreren Klingen. Also ich nehme das mal raus. Großer Mixer, mehrere Klingen. Weil Problem ist, dieses ganze Ding wird echt voll, und wenn du nur hier unten so eine Klinge hättest, dann dreht es halt durch, dann würde es nicht richtig klappen. Jonas weiß, was ich meine. Richtig? Yes. Geil. Ich habe ja vielleicht schon mal gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt. Ich verzichte eigentlich komplett auf Getreideprodukte. Und ich versuche alles, meine Kohlenhydrate über Reis zu machen. Grundlage sind ungesalzene Reiswaffeln. Komisch. Rewe Bio. Also wir sollten, glaube ich, echt Werbung für Rewe machen. Und die kommen rein. 5 Stück. Diese ganzen Angaben, die ich jetzt mache, das ist der Kuchen für mich für ungefähr 1500 Kilokalorien. Für jemand, der 100 Kilo wiegt. Also, wenn du jetzt halt 50 Kilo wiegst, und ja, dann ist der Gain Cake vielleicht ein bisschen viel. Ich wiege aber. Nee, du, derjenige, der zuguckt, meine ich. Okay. Also, wir haben drin 5 Reiswaffeln. Hier drin sind. Warte, das ist dieses. Dieses. Mit, 86er. Flohsamenschalen. Genau. Was sind Flohsamenschalen? Was machen die? Ballaststoffe. Richtig, um diese ganze Sache dann besser zu verdauen. Kalorienfreie Ballaststoffe. Da waren jetzt 35 Gramm drin. Man sieht es noch ganz schön. Ich habe hier, also das Eiweißpulver, sind 2 verschiedene. Es ist ein bisschen Casein drin. Casein nehme ich ansonsten eigentlich nicht für meine, wenn ich Shakes trinke. Aber zum Backen ist es gut, weil es einfach eine bessere Konsistenz gibt. Oben ist Isolat draufgekippt. Insgesamt
85 Gramm. Ungefähr. Siehst du, das habe ich nicht abgewogen. Die Chiasamen. Chiasamen kommen rein, ungefähr 25 Gramm. Haben auch Ballaststoffe, gute Fette. So, 24, auch okay. Siehst du, kannst du mal sehen, wie schlecht ich vorbereitet bin. Zimt habe ich nämlich auch vergessen. Weil bei mir kommt immer Zimt mit rein. Das schlafe ich nächstes Mal ein bisschen länger. Wie bitte? Alter, wenn du noch länger schläfst, dann verpasst du den Sommer. Wie früh haben wir? Hä? Wie früh haben wir eigentlich? Wir haben es jetzt. Also die Uhr geht falsch, wir haben es jetzt kurz nach 8. Ja, aber dann bin ich um 7:30 aufgestanden. Wie ich hab dir auf. Ich hab dir um 7:30 einen Kaffee ans Bett gestellt. Ja. Ich war ja wach. Warst du überhaupt nicht wach, dann hast du geschlafen? Ich Nein, ich war wirklich wach. Naja, wenn du wach warst, dann weiß ich auch nicht. So, hopp. Das Tuch macht der Philipp da oben rein, damit er nicht spülen muss. Trick 17. So, es wird laut. Also wir mixen erstmal alle trockenen Zutaten durch, dass es hier so eine Art Mehl wird. Jetzt könnt ihr auch sehen, warum drei Stufen. Ganz schön harte Vibrationen gibt das Ding ab. Ja, der Nachbar muss ja auch wissen, dass ich den Gangcake mache. Wie PS hat das Ding? 1,5 oder sowas. Ey, das ist der beste Mixer. Das ist ein Mofa, gell? Aber eins, was nicht so stinkt. Also, wir haben jetzt hier wirklich so eine Art Mehl. Und jetzt kommt alles Flüssige mit rein. Die Eier. Die guten Bio-Eier. Was mir einfällt, bei unserem Einkaufsvideo habe ich was vergessen. Bloß weil ich Bio-Eier kaufe, heißt es nicht unbedingt, dass diese männlichen Küken nicht geschreddert werden. Weil Bio ist nicht gleich Bio. Also es muss schon draufstehen, wie zum Beispiel hier, für diese Eier werden keine männlichen Küken getötet oder geschreddert. Wenn es nicht draufsteht, wird es trotzdem gemacht. Also, falls euch das aufgefallen ist, ich weiß das, wollte es nur noch mal erwähnen. Hier rein, komm. Bei mir in den Gangcake 6 Eier. Keine ganzen, sondern nur das Eiweiß. Eiweiß. Weil zu viel Fett für den Herrn Nikolic. Das ist richtig. Oh nein, er hebt sie nicht auf, er holt sie manchmal nur für seinen Rindertatar. Das haben wir aber gerade schon alles aufgegessen, deswegen. Ja, ich weiß, es ist. Das Gute ist, ich weiß halt schon, wie der Kuchen funktioniert, weil wir haben es ja schon mal gemacht. Und das weißt du auch. Dass wenn du was vergisst, dann werde ich dich... Nein, nein, nein. Dann weißt du auch, dass ich nicht übertreibe. Dass dieser Kuchen echt unglaublich lecker ist. Der ist echt lecker, aber ich hab noch nicht probiert, Leute. Ich habe nur gehofft, deswegen muss ich gleich noch probieren. So ein Bullshit. Der weiß ganz genau, dass ich nicht gern teile, was Essen angeht. Ja, aber ich muss probieren. Ja, okay. Kannst das ja nicht... Also wir müssen es schon so machen wie jetzt. Ja, ja, ja. Du kannst dein halbes Stück haben. Mehr hat er gestern auch nicht bekommen. So, hast du eigentlich schon Hunger, Jonas? Ja. Und genau wie gestern werde ich Jonas in der Zwischenzeit Frühstück machen. Wo ich die Videos mache. Aber auch nur mit dem Hintergedanken, dass er meinen Kuchen nicht frisst. Was isst du nachher zum Frühstück? Ich glaube, ich esse wieder Reis mit... Eiweißpulver und Mandelmilch. Also so eine Art. Und Beeren. Porridge. Ja, für mich ist das eher Milchreis. Ja. Ja. Habe ich auch über Jahre eigentlich gegessen. Das ist halt echt so eine Sache. Man muss sich gar nicht quälen beim Gesundessen. Oder was heißt Gesundessen? Fitness. Bewusstessen. Bewusstessen, ja. Wie sagt man? Also, das sagen ja viele. Sport. Und Ernährung und sowas, das ist halt wirklich ein Lifestyle. Das machst du nicht in irgendeiner komischen 8, 12, 15 Wochen Diät, sondern du achtest einfach drauf. Und das am besten dein Leben lang. So, wir haben... Und wenn du nicht drauf achtest, dann bist du auch wie ich. Du bist, was du isst.
Und wenn du dich dein Leben lang nur vom Big Mac ernährst, dann siehst du halt aus wie ein Big Mac. Ich habe den Philipp gestern ein Bild gezeigt von mir, wo ich... Philipp Nummer 1. Alter. Wo ich viel weniger Fett hatte, der kam nicht drauf klar. Was soll das heißen? Alter, du bist in dem besten Alter. Das sollte Standard sein, dass du nicht so viel Fett hast. Ja. Aber es ist ja gut bei dir. Aber also ich sage ja nur, es könnte besser sein. Die Bananen kommen jetzt rein. So, einmal, zweimal, dreimal. Und ich mag es halt, wenn die Banane schon so ein bisschen braune Flecken hat, weil dann sind die einfach aromatischer. Schreibst du den Leuten nochmal so ein Rezept in die Beschreibung? Wie meinst du das? Von deinem Kuchen? Die sehen es doch gerade. Die wissen doch, wie ich ihn gemacht habe. Echt? Ja. Für manche, die gerne... Lieber lesen, als Videos sich angucken? Es gibt Leute, die lieber lesen, als Videos gucken. Ja, das mag sein, aber ich bin tatsächlich eher der Videotyp, aber wer hätte das gedacht? Oh. Jetzt bist du doch nicht so gut vorbereitet, wie ich eigentlich dachte. Bären. Die gefrorenen Bären. Die kommen zweimal rein. Einmal jetzt zum Durchhäckseln. Dann wird es wie so ein. Dann wird es einfach nochmal ein bisschen cremiger durch das Gefrorene. Und dann hebe ich die im Nachhinein nochmal runter. So. Hup. Zu. Ist dir aufgefallen, dass mein Name auf dem T-Shirt steht? Nee. Das ist krass, oder? Aber das Krasse ist eben, weil die Schrift grau. Jetzt ist sie voll schwarz geworden. Ja, das hat mit der Körpertemperatur zu tun. Echt jetzt? Nein. Nee, das habe ich echt eben gedacht. So, wir mixen erstmal alles durch. Einmal, dann kommt noch ein zweites Mal. Dazu habe ich mein Harry Potter Zauberstab in der Hand. Um den. Das ist ja schlecht. Uff. Ja? Um den Rand frei zu kratzen. Um den verdammten Rand frei zu kratzen, genau. Weil oftmals stockt das so ein bisschen hier in den Ecken. Weil es ist ja ich habe mich immer gefragt, was nehme ich dafür am besten, aber. Ist das tricky oder ist das tricky? Das ist echt gut. Lifehack. Es ist halt jahrelange Erfahrung von. Kuchen machen. Siehst du? Immer noch was vergessen. Ich mache noch einen Schluck. Apfelmus jetzt schon rein. Keine Ahnung, das sind vielleicht 100. Das halbe Glas. Nein, das waren jetzt 100 ml. Vielleicht. Wir haben alle Sachen drin, die erstmal rein müssen. Und das Ganze lasse ich jetzt anderthalb Minuten durchhämmern. Damit die Nachbarn auch schön wach sind morgen. Eigentlich, es würde auch in 20 Sekunden klappen, aber ich mache es wirklich anderthalb oder zwei Minuten, wie gesagt, für die Nachbarn. Genau, ist mir wichtig. Die Nachbarschaftspflege. Die Nachbarschaftspflege, genau, genau. Denkt an eure Nachbarn, eure Lieben. Deswegen ist dieses Tuch drauf. Weil, pass auf. Boah, als ob nie was gewesen wäre. Das ist echt praktisch. So, was machen wir als nächstes? Wir holen die Klinge raus. Die ist hier nicht fest drin. Und wir kratzen natürlich diesen ganzen. Also ihr seht ja die Konsistenz. Das ist wie so eine Art Quark, könnte man sagen, oder? Bloß ohne irgendwelche Milchprodukte. Also bis auf das Eiweißpulver natürlich. Aber es ist ja ultra filtriert. Wie bitte? Es ist auch ultra filtriert oder so. Molke. Ja. Speziell dann, wenn du Isolat halt nimmst. Ja. So, alles. Ich hätte wohl auch veganes Eiweißpulver nehmen. Könnte, aber es ist ja Philips Game Cake.
Nein, ich nehme keins. Was fehlt noch? Wäre vegan. Ja. Genau, die Beeren. Die Beeren. So, warum mache ich die jetzt so rein? Jonas weiß es eigentlich. Weil die nicht geschreddert werden, sondern vollständig im ganzen Umfang im Teig vorhanden sein sollen. Und das ist irgendwie nochmal geiler, wenn halt diese ganze Beere so das stimmt aber auch. In dem Kuchen dann so drin ist. Die gibt dann nochmal so einen Saft ab. Ja, das ist richtig gut. Ja. Walnüsse, die kippe ich, ja, sind auch so, keine Ahnung, gute 30 Gramm vielleicht Walnüsse, vielleicht ein bisschen mehr. Da habe ich mir gerade auf meinen Zehner aufgemacht. Hab da gleich noch ein bisschen Unterarmtraining. Hey, mir reißen förmlich die Hände auf, wenn ich eine Faust mache. Durch dieses ganze Desinfizieren. Ist das bei dir auch so? Hm. Ja, nicht ganz so schlimm. Ich bin dir angekriegt. Mit meiner Creme, ich weiß. Also du nimmst so viel Creme zum Eincremen, als ob du dir den ganzen Körper damit eincremen möchtest. Ja, und ich habe keine rissige Haut. Ja, super. Und ich keine Creme mehr. Geben und nehmen. Geben und nehmen. Jetzt ist wirklich alles drin. Das Ganze wird jetzt einmal untergehoben, sagt man, glaube ich, oder? Beim Backen? Unterheben? Ja. Dann kommt dieser ganze, nennen wir es mal Teig, in eine Auflaufform. Also ich habe es wirklich schon versucht, auf mehreren Arten zu machen. Ich habe es mal als so eine Art Cookies in der Pfanne versucht zu braten. Ich habe eine Auflaufform benutzt. Für mich am besten macht sich so ein Alugussbräter. Das ist, der ist beschichtet, aber ich nehme jetzt nochmal Kokosfett und wische den einfach noch einmal an den Ecken und Kanten aus, dass mein Kuchen nicht anbackt. Und dass ich nachher den Schütteltest machen kann. Jonas, du weißt es noch? Ja. Komm am besten mal auf die andere Seite, glaube ich, dann siehst du es besser. Kann man sich jetzt doch gar nicht vorstellen, dass das ein richtig geiler Kuchen ist. Hast du als Kind eigentlich auch immer Teig gegessen? So, oder die Schüssel auslecken dürfen? Mit so einem Löffel oder so, wenn deine Mutter gebacken hat? Ja. Jeder, oder? Kuchenteig ist eigentlich schon ziemlich geil. So, hopp. Wobei mit so rohen Eiern ein bisschen dumm, oder? Wie bitte? Mit so rohen Eiern ein bisschen dumm, nee, oder? Nee, kein Problem. Ich habe mir ja auch über Jahre hinweg mein Frühstück püriert. Auch mit rohen Eiern. Echt? Ja. In der Schale ist das nur gern mit dem Salmonella. Ja. Na, nee. Wenn ein Ei schlecht wird, dann ist nicht nur die Schale schlecht. So, das Ganze drücken wir jetzt ein bisschen runter. Quasi in die Form rein. Der Ofen ist warm. Ich bin auch bereit. Zum Testen. Das ist der Testfinger. Ich glaube halt, wenn du es selber machst, geht es mal doppelt so schnell mit der Vorbereitung. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt 10 Minuten ungefähr. Ja. So, einmal in den Backofen. Das Ganze lasse ich jetzt ungefähr 25 bis 35 Minuten drin. Also mittlerweile sehe ich das, ob der Kuchen fertig ist oder nicht, beziehungsweise ich mache nachher diesen Schütteltest. Wie du gesagt hast, jetzt habe ich 10 Minuten Vorbereitung gebraucht. Jetzt mit Erklären vielleicht, keine Ahnung, 15, nicht viel länger. Aber ich bin halt der absolute Morgenmensch. Also ich nehme mir halt lieber mehr Zeit am frühen Morgen, bevor ich irgendwie stressig in den Tag starte. Also du bist ja auch ein Frühaufsteher. Vielleicht ein bisschen, schläfst ein bisschen länger als ich.
Aber im Prinzip, wenn ich jetzt bis 12 schlafen würde, oder keine Ahnung, wenn ich jetzt wenn ich um 9 arbeiten muss und ich stehe erst um halb 9 auf, das wäre mir viel zu stressig. Dann stehe ich lieber eine Stunde, anderthalb früher auf und mache meinen Kuchen zurecht, mache meinen Mokka. Und das ist ja auch wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, du zelebrierst das ja quasi. Das ist, du kommst runter, machst dir vielleicht Musik an. Also, jetzt ist der schwerste Teil, abwarten. Aber ich kann Jonas sein Frühstück in der Zeit machen. Genau. Jonas, bist du eigentlich satt? Ich bin noch gar nicht fertig. Bist noch gar nicht fertig. Aber soll ich dir was sagen? Ich werde definitiv kein Foodblogger. Weißt du wieso? Weil du direkt essen willst. Ja Mann, das ist eine Katastrophe. Ich hätte eigentlich schon dreimal gegessen, aber dieses ganze Erklären und dann mit Video, oh, ich mach's ja gern, aber jetzt zum zweiten Mal hintereinander, nee. Aber ich glaube, der Kuchen ist fertig. Mal gucken. Oh, das riecht schon gut. Das riecht schon gut, aber ich brauche mein zweites Geschirrhandtuch. Wo ist mein zweites Geschirrhandtuch? Boah, keine Ahnung. Boah, das klingt super, oder? Weißt du was? Ich muss improvisieren. Ich nehme diese Jeans hier. Für was denn? Ach, zum Rausholen. Ja, zum Rausholen. Okay. Ich hab noch nie einen gesehen, der mit der scheiß Jeans den Kuchen rausholt. Wusste wahrscheinlich auch noch nie. Aber ist egal, man muss improvisieren. Jetzt guckt euch das an. Ist das geil? Jetzt kommt der Schütteltest. Perfekt. Das ist wirklich perfekt. Besser als gestern. Boah. So, das Ganze. Boom. Jonas weiß, was kommt. Und zwar muss dieser ganze Kuchen, ihr seht das vielleicht, wenn ich jetzt so mache, erst noch so ein bisschen, also du siehst, dass er innen drinnen noch soft ist. Das heißt, er muss jetzt so ein bisschen ausdampfen. Einmal wird er der Länge nach aufgeschnitten. Ich habe jetzt übrigens nicht auf die Uhr geguckt, aber es müssten so 30 Minuten gewesen sein. Auch das kannst du nicht faken. Aber das können halt alle diejenigen verstehen, die halt gern essen. Jetzt nochmal ein kleineres Stückchen. Er ist perfekt geworden. Das ist mir noch ein bisschen zu kleines Stück, aber. Ja, aber du isst ihn ja auch nicht, von daher ist kein Problem. Okay, Hundewelpen sind auch geil, aber jetzt gerade finde ich meinen Kuchen besser. Das hat sich gerade pervers angehört, weil du über das Essen sprichst und dann sagst, Hundewelpen sind auch geil. Ja, stimmt. Ja, nee, das liebe Hunde. Aber Hunde sind nicht zum Essen da. Hunde sind nicht zum Essen da. Das kann ich. Kann man nicht noch genug wiederholen. So, ab. Andere Seite. Eine Seite für mich und die andere für euch. Ich verstehe nicht, was du gesagt hast. Ja, hast du jetzt gerade die eine Seite geschnitten. Kannst du mal Deutsch reden? Ganz ehrlich, ich verstehe es immer noch nicht. Ich bin froh, dass du mir genug zahlst dafür, dass ich dieses Video mache, zugucke. Ich bin froh, dass du das wertschätzt, dass du hier sein darfst mit mir. Dass in meiner Wohnung. Dir sein darf. Ja. Ich teile quasi meine Zeit mit dir. Und Zeit ist quasi unbezahlbar. Das weißt du ja zu schätzen. Das stimmt, ja. Das stimmt. So. Ah, da ist auch mein Stück. Oh. Ich hab dir gerade ein Stück gezeigt, glaube ich. Darf man das zeigen? Wurde das ausgeblendet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was fehlt noch? Das Topping. Das Topping fehlt. Da haben wir einmal. Ja. Jetzt ist es natürlich, das ist blöd im Gegensatz zu gestern, weil gestern hatten wir noch meinen Apfelkompott. Jonas hat mich berichtigt, das ist kein Apfelmus, sondern Apfelkompott ist mit Stücken. Der ist alle. Jetzt habe ich nur noch den Apfelmus. Ist egal, ist trotzdem gut. Eine Seite kommt Apfelmus, eine Seite kommt die Kirschmarmelade.
das so essen freuen kann. Nutella wäre auch lecker bestimmt. Dass du kein Nutella isst, ist mir klar. Wer isst kein Nutella gerne? Ich. Ist mal ernsthaft? Ja, Mann. Mir schmeckt das nicht? Nein. Überschrift vom Video. Ich mag kein Nutella. Ja, es ist nicht so, dass es mir nicht schmeckt, aber es gibt geilere Sachen. Ja. Ja, siehst du? Aber nicht viel, aber. Doch. Spätestens, wenn du dich jeden Tag in den Spiegel angucken kannst und mit dir zufrieden bist, dann sagst du, ah, das war ganz gut, auf Nutella verzichtet zu haben. Ja, das denke ich auch. Siehst du, und das ist geiler. Ja. Das ist 10-mal geiler. Ich finde halt nicht mehr, dass es nur Fett macht, sondern übel schlechte Haut. Ja, natürlich. Das Ganze kein Fett und so. Kein Öl. Ja, du kannst ja bei Nutella bei verschiedenen Sachen anfangen. Erstmal sind die Rohstoffe kacke. Das teuerste Nutella, was ist das? Nüsse. Ja, das Marketing. Achso, du meinst es vom, ja. Ja, und vom Produkt her, das Glas. Der Rest ist Fett und Zucker. Ja. Beides die billigsten Komponenten. Beides natürlich Geschmacksträger. Deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich. Klar, süß mag jeder, aber süß ist nicht gleich süß. Oder? Habe ich das nicht süß gesagt? Außerdem freue ich mich viel mehr, wenn ich das selbst gemacht habe. So. Das ist dein Stück. Willst du mit Marmelade oder mit Apfelmus? Marmelade. Ist es Marmelade oder ist es wieder was anderes? Wie nennt man das? Da sind Stücken drin. Ist es ein Fruchtaufstrich? Ja. So. Oh. Das ist ein doch Apfelmus. Ich hole das Größte hier. Ein Scheiß. Wer sich einmal entscheidet, der kann nie wieder... Was soll jetzt hin? Scheiße, ich geb's dir einfach. Weil die Gefahr ist zu groß, wenn du es dir wegnimmst, dass du doch ein anderes Stück nimmst. Warte, soll ich ihn mal filmen? Mhm. Nein? Okay, na gut. Jonas ist nämlich nicht gestylt. Und wenn er nicht gestylt ist und nicht geduscht, dann geht er nicht vor die Kamera. Nee, ich hab einfach keinen Bock. Das ist schon gut. Ganz schön nice. Also. Boah. Ich habe jetzt so lange gewartet auf Frühstück, dass es nochmal geiler ist. Also. Das war und ist Philips Gang Cake. Den kann man natürlich auf verschiedenste Varianten machen. Du kannst alles mögliche an Aufstriche nehmen, du kannst alles mögliche an Früchte nehmen. Ich habe dir eine Zeit lang mit Brokkoli so mit sogar reingemacht. Wie du es machst, die Grenzen sind einfach unvorstellbar. Man muss sich einfach mal ein bisschen mit seinem Essen beschäftigen. Wenn ihr es ausprobieren wollt, macht's. Ich kann es euch nur empfehlen. Genau, was ich im letzten Video auch nicht gesagt hatte. Der Lutz Schweigel, mein Freund Rolle Joe, der beschäftigt sich ja auch gerade so ein bisschen mit so einem Thema Ernährung. Den habe ich das empfohlen. Der hat sich direkt den Mixer gekauft und seitdem gibt es bei dem jeden Tag den Gang Cake. Der liebt es auch. Also es ist wirklich gut. Von daher probiert es aus, macht es nach. Schreibt es uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ich würde gerne wissen, ob ihr das vielleicht irgendwie anders gemacht habt. Wie war euer Rezept? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, aber es hat nichts mehr mit Kochen zu tun. Macht's gut!